Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wendel 1970. Wir sind wieder bei Grey Matter, das Let's Play geht endlich weiter und ich möchte sagen, ich weiß nicht wie. Das wird jetzt super, das wird richtig, richtig klasse, weil ich werde jetzt live und ihr seid dabei. Weil ich habe gedacht, irgendjemand sucht mir da was raus. Den Tipp, den ich bekommen habe, habe ich aber schon abgearbeitet. Das habt ihr nachgeguckt. Das heißt, das ist es nicht. Das heißt, ich mache jetzt mal eben ganz was Tolles. Ganz souverän und total mit guter Vorbereitung. Ich hole mir mal eben kurz die Lösung. Das Lustige ist, jetzt taucht hier auf meinem Handy auf Grey Matter 2. Ich glaube, das ist wieder so übliche Fake-Gedusel-Kacke. Ich will mal eben eine Sache machen. Ich will mal eben einmal zur Bushaltestelle. Ich will mal einmal was gucken. Weil, wenn wir gelernt haben, das sind die Sachen, die wir noch abarbeiten müssen. Wir müssen das Ende natürlich noch machen, wo es darum geht, dass wir eine Falle bauen. Das ist richtig. Das weiß ich. Das ist auch nicht so schwierig. Also muss hier bei Dread Hill noch was sein, was ich vergessen habe. So. Scroll mal eben schnell durch. Das ist das Schöne der heutigen Zeit. Schön mit iPhone bewaffnet. Kann man rumscrollen. Ich habe übrigens gerade, das interessiert euch sicherlich, versucht Mega Man X aufzunehmen und der hat mich OBS mal im Stich gelassen, das heißt, ich habe da schon wieder gute Laune. So verschwendet man auch erfolgreich Zeit. So, wir nähern uns. So. Tag 3. So. Wir sind in Dread Hill anwesend. So. Haben wir schon die Zeitung gelesen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die spannendste Folge, aber nee, du musst auch in die Küche. Sam? So lange waren wir nicht weg. Das Haus hat sich jetzt nicht so verändert. Also, ja, für die Leute, das wissen wir, wie wir jetzt... Hallo? Hallo? Das ist neu, ne? Hatten wir das schon? So, machen wir wieder Ofen, Pinnwand, Fenster, Geschirr. Dann haben wir Zeitung höchstwahrscheinlich gelesen. So. Bip. Weiter. Ich gehe jetzt nur durch, was man bei Dread Hill hätte machen müssen. So. In den Keller runternehmen. Das ist wahrscheinlich da. Aber haben wir das nicht auch schon gemacht? Ich mache das jetzt nochmal. Nichts Neues. Das Privatlabor kommen wir nicht rein, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, das ist mir schon klar. Haben wir denn den Schlüssel noch? Nein, haben wir nicht, ne? Also haben wir das erledigt. So, da ist nichts. Theoretisch müsste Dread Hill erledigt sein. Ich guck mal, ob noch irgendwas in unserem Zimmer ist. Nicht wirklich. Neues hat sich auch nicht geändert, ne? Davids Zimmer. Das ist richtig. Hä? Das habe ich in Schalls Zimmer gefunden. Naja, warum zeigt er mir das jetzt gerade? Ist doch nichts los, ne? Ja. Also theoretisch müsste das alles abgearbeitet sein. Theoretisch. Hoffentlich auch praktisch. So. Wir müssen wissen, dass das Motorrad weg ist. Wenn es schon weg ist, was wir noch nicht wissen.
es doch. Das Motorrad muss warten, bis ich etwas mehr Geld zusammen habe. Ja, das ist auch immer noch da. Aber das ist nichts, was uns jetzt irgendwie die Sache verhagelt. So. Okay. Da ist nichts, was wir hätten noch tun können. Ist aber noch da. Gut, jetzt haben wir St. Edmund Hall. So, dann gucken wir uns das mal an. So, was haben wir? Wir haben uns mit dem Schwimmbadmeister unterhalten, wir haben uns mit Jenny unterhalten. Ist vielleicht noch irgendwas da? Das Wasser war ja völlig rot. Ich glaube, die Fotos behalte ich. Ja, das ist schon richtig, aber... Das Rätsel alle Wirrlos C aus dem Black Wand. Das Rätsel. Ja, das ist auch richtig, aber. So, haben wir auch gesprochen. Gucken mal, ob wir noch irgendwas da finden, was wir uns nicht angesehen haben. Das haben wir gesehen. Guckt, das wissen wir. Das haben wir ja schon mitgenommen. So. Die Uhr ist um 23.42 Uhr stehen geblieben. Das dürfte ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, an dem es zu dem Vorfall kam. Ein ganz schön raffinierter Trick. War. Aber ich glaube, das wussten wir auch schon. So. Ich will die. Ja. Na komm. Bank, Lampen, Zeitschriften. Nein, das ist alles unwichtig. Das haben wir alles schon. Neues. Hä? Okay. Ich habe in Harveys Zimmer das Drehbuch für einen neuen Film gefunden. Dreimal darfst du raten, worum es in dem Film geht. Um uns? Ja, um uns und das Experiment. Wenn das nicht verdächtig ist. War da auch eine Beschreibung von mir? Wird meine Nase erwähnt? Hat er geschrieben, dass sie zu groß ist? Helena! Ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Nein, in seinen Notizen stand nichts über deinen Zinken. Gut, bin ich im Film die Hübsche? So ausführlich war das Drehbuch noch nicht. Schätzchen, reg dich doch nicht so auf. Davon kriegt man Falten. Immer schon. Ich glaube, Loki's Vibe, Grüße hier. Ich glaube, du hast gesagt, ich soll nochmal mit ihr quatschen. Ich habe das echt nicht geglaubt. Ich dachte mir, das habe ich doch alles abgearbeitet. Aber das ist schon mal etwas, was wir noch nicht hatten, scheinbar. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Oh mein Gott! Das ist unbezahlbar. Sieht doch gar nicht so aus wie er. Und laut dem Datum auf der Rückseite wurde das Foto erst vor einem Jahr gemacht. Ich glaube, Charles ist ein Betrüger. Ich bitte dich, ich erkenne das Muttermal auf seinem Hals. Sieht süß aus. Natürlich war es vor einem Jahr noch nicht ganz so süß. Niemand verändert sich innerhalb eines Jahres so stark. Vielleicht ist er ja ein jüngerer Bruder. Könnte ja sein, dass Charles vorbestraft ist und sich nicht unter seinem eigenen Namen in der Universität einschreiben wollte. Ich sag nur eins. Hormone. Das ist definitiv Charles. Und wenn er vor einem Jahr wirklich so ausgesehen hat, ist er wahrscheinlich tatsächlich noch Jungfrau.
Gott, ich fall gleich in Ohnmacht. Kann ich das Foto behalten? Nein, vielleicht brauche ich es noch. Als Beweisstück. Beweis für was? Für das hässliche Entlein-Syndrom? Mann, wie der sich verändert hat. Okay. Das hatten wir noch nicht. Jetzt frage ich mich, ob das der Trick war, den wir noch brauchten. Ich mache das mal einfach. Ich tue mal einfach so. Ich guck mal, was jetzt passiert ist. Vielleicht haben wir es jetzt getriggert. Das konnte ja nicht viel sein. Das sind aber immer noch angezeigt. Okay. Okay, das hatten wir. Dann fehlt tatsächlich noch was. So. Gehen wir mal hoch. So, was haben wir denn noch? Die Falle noch machen, ne? Warte mal, ich mach mal die Falle. Ja, das ist schon wieder dieses geile Ding. Geile Pixelgeklicke, was ich ganz besonders gut finde. Mach mal die Falle schon. Weil das kann eigentlich nicht viel sein, was fehlt. So. Ich habe alle Dinge besorgt, die ich für die Blitzpulverfallen brauche. Jetzt muss ich sie nur noch zusammenbauen. Das war mein Plan. So, die Blitzpulverfallen sind soweit. So, jetzt müsste ich das eigentlich doch theoretisch noch benutzen. Ja, das müsste klappen. Ich stelle sie später auf. Okay, das heißt, das ist erledigt, ja? Ja, ich kann beide Türen präparieren. So, ich glaube, das war's. Wenn jemand heute Nacht den Raum betritt, werde ich von den Fallen alarmiert. Dann mache ich das Licht an und schieße mit Helenas Kamera ein paar Fotos. Das könnte interessant werden. So, jetzt gucken wir mal. Theoretisch müsste das jetzt erledigt sein. Theoretisch. Sonst weiß ich nicht, was uns noch fehlt. Es ist noch nicht fertig. Tja. Toll. Will ich nicht hin. Ach, ist das wieder geil. Was möchte dieses Adventure denn von mir haben? Haben wir nicht irgendwie dieses, was ist denn hier, dieses komische
Hilfesystem. Wir können ja schon mal eben kurz speichern. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh! 5% fehlen uns noch. Okay. Vielleicht müssen wir tatsächlich erstmal noch was anderes machen. Weil das, was jetzt da ist, ist jetzt eigentlich alles gemacht. Ah, ich liebe solche. Also das ist so, stehe ich ganz besonders drauf. So, pass auf, gehen wir mal Zentrum von Oxford. Gehen wir Oxford durch. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was fehlt. So, gekauft haben wir alles. Moment, haben wir alle Postkarten? Haben wir die vergessen? Karte von London. Müssten auch Postkarten haben. Gut, gucken wir mal, ob vielleicht da die Postkarten fehlen. Alice war das nicht hier? Artikel, Poster, so, Grinsekatze haben wir. Postkartenständer. Gibt es da noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Auf der Postkarte steht, dass Alice Langer Hals in Alice im Wunderland auf die Feuerböcke im Speisesaal des Christchurch College zurückgeht. Das wissen wir. Dodos. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Vogelart in Alice im Wunderland vorkommt. Aber was hat das mit Oxford zu tun? So, mehr ist hier eigentlich nicht zu tun. Erzählt sie noch was Neues? Sie ist mir keine große Hilfe. Ne, das dachte ich mir. Mal gucken. Das ist aber auch schon erledigt. Da ist nichts mehr drin. Ne, das weiß ich. Das ist also erledigt. Ist auch weg. Tja, läuft. läuft super. Haben wir ja auch nicht viel, was wir da tun können, oder?
Houdini gefällt es sicher in diesem Zimmer. Er sieht zufrieden aus. Tja, ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. So, Kapitelfortschritt. Gibt es ein schwarzes Schaf? Das ist erledigt. Da war etwas im Wasser. Bonuskapitel 4. Da fehlt auch noch was. Toll. Tja. Gibt es mir vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Tipp? In jeder Herde gibt es ein schwarzes Schaf. Ich muss mal gucken. Ich speichere hier mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht mache ich mal was offscreen. Und sonst machen wir in der nächsten Folge halt leider weiter mit Was soll ich als nächstes tun? Großartig. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.